Wir haben in der letzten Folge ein massives Verteidigungsnetzwerk aufbauen müssen. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir direkt zur Ungara, ins Ungara-Sektor gehen oder ob wir hier noch bleiben, um die Bonusmission zu machen. Und ich würde sagen, die Bonusmission machen wir natürlich. Wir schauen mal, was brauchen wir denn? Hier brauchen wir schon 4 Punkte. Schnell aufrüsten, halber Energieverbrauch beim Aufrüsten von Anlagen finde ich ehrlich gesagt nach wie vor nicht so geil. Was kriegen wir denn danach? Zeitraffer schaut die Zeitraffer zur Fähigkeit frei, schaut vorübergehend einen Bereich, in dem die Zeit viermal schneller abläuft. Was ist da jetzt der Unterschied? Man weiß es nicht. Was gibt's denn hier? Reparaturdrohnen? Militäranlagen, okay. Schadenszone, Energiezone. Ich würde sagen, wir sparen uns das noch auf und gehen jetzt mal hier die Bonusmission machen. Im System wird eine weitere Quelle des Phantomsignals festgestellt. Noch während die Suche läuft, wird das Schiff von einem unbekannten Gegner angegriffen. 2 Punkte gibt es dafür. Nächste Welle in 3 Minuten, okay. Ach du Scheiße, feindliche Wellen zerstört. Wir sollen hier so auf jeden Fall Ressourcen sammeln. Hier haben wir oh, das ist aber hier entlang der ganzen Schneise können wir da was machen. Cool. Ja, dann bleiben wir doch mal gleich hier und gehen nach links und rechts. Würde ich sagen. Wir hatten ja jetzt nicht so spannend, aber wir können den ja hier so in die Mitte stellen. Und bauen hier schon mal ein Relais. Das heißt, wir müssen ganz schnell die Laser auch bauen. Das Ding ist bald abgebaut. Der hat auch noch reichlich. Wenn der fertig ist, dann werde ich, glaube ich, für den nächsten Energiegenerator schon sparen. Ich glaube, ein Laser reicht. Müssen wir gleich mal schauen. Ich habe da noch eine Minute. Könnte knapp werden. Das könnte echt knapp werden. Um den aufzurüsten. Scheiße. 40 Sekunden noch. Wir haben gleich mehr Energie, dann geht es auf jeden Fall deutlich schneller. Eigentlich müsste ich halt den Laser aufrüsten. Das wäre halt irgendwie besser, aber wir gucken erstmal. Und der müsste gleich alle sein. Der baut das hier ab. Ich mach schnell, werde ich den aufrüsten? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Wenn stattdessen mal einen zweiten Laser noch bauen. Das gefällt mir aber nicht so. Vielleicht hier so. 2 Gegner sind's, okay. Oh fuck! Es sind 5 Gegner! Scheiße.
Au. 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 Schnell aufrüsten. Nein! Oh, Glück gehabt. Okay, das war glücklich. Nächste Welle in 3 Minuten. Dann müssen wir den aufrüsten. Den können wir, glaube ich, mal aufrüsten. Der ist gleich fertig. Mal nach unten bauen und nach oben. Der hat 300. Raketenwaffe will ich jetzt nicht unbedingt noch sparen. Falls sie von oben auch, die kommen von... Oh, Scheiße! Okay, das wird jetzt eine enge Kiste. Wir könnten vielleicht für den Raketenwaffe sparen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so... Ah, obwohl, nee. Zweiten Energiegenerator. Oder wir rüsten einen Energiegenerator auch. 135, das ist schon... Naja, machen wir. Okay, die sind nutzlos geworden. Ja, auch. Hier unten, das gefällt mir absolut nicht. Und hier oben haben wir auch ein Problem. Weil wenn die von oben kommen, und das scheinen sie ja zu machen. Scheiße, sind sogar bald fertig. Also fertig abgebaut, die Dinger. Shit! Jetzt kommen sie. Oh, sie kommen auch von oben, oder? Nee. 4, 5, 6, 7, 8 Gegner. Scheiße. 12 Gegner! Ach du dickes Ding. Den aufrüsten. Da kommen die scheiß Minen. Au. Nur noch mehr Minen. Ne, da kommen Schiffe. Okay, die haben wir besiegt. Da kommt noch was. Oh nein! Huh. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Dann müssen wir jetzt... Oh, ich kann nichts mehr bauen. Hey. Recycle. Und er hat nur 50. Ist ja nicht Quatsch.
Nach unten können wir auch nicht bauen. Nein! Scheiße. Wollen die wieder abrüsten? Dann bauen wir hier nämlich noch ein Relais hin. Kommen wieder von allen Richtungen, ist nicht so geil. Rüsten wir das mal auch noch ab, damit wir hier noch ein zweites bauen können. Den können wir nicht aufrüsten. Oh, fucking hell. Die müssen es da unten machen. Wenn die von da kommen, dann brauchen wir hier unten auf jeden Fall noch was. Energiegenerator können wir nicht bauen. Aber wir haben auch relativ viel Energie. Jetzt könnten wir ihn aufrüsten, aber es lohnt sich halt eigentlich gar nicht bei so wenig Mineralienvorkommen, wie wir da bekommen. Guck mal, hier 300 und 400. Das sieht schon eher nach was aus. Oh, hier hinten haben wir einen 500er. Da würden wir uns in die Richtung bewegen. Reicht das schon? Nein, das reicht nicht. Scheiße. Wahrscheinlich müssen wir hier sogar noch einen Laser setzen. Fuck. Der hat wie viel? Ja, den, glaube ich, den wir beim Aufrüsten. Von da oben kommen, haben wir sowieso ein Problem. Müssen wir doch wieder einen Laser hier hinsetzen. Ich denke nämlich, dass die auch von da oben kommen. Das auch bald durch. Den können wir vielleicht mal aufrüsten hier. Ist ja weniger. Obwohl. Wir können ja nicht lassen, aber es ist kein Unterschied. Mal, wir haben so viel krass viel Energie. Dann bauen wir vielleicht doch lieber einen Laser. Ich weiß nicht genau, ob die es da oben tatsächlich schaffen. Scheiße. Ah, der macht meine Mine kaputt, die Sau. Da kommen Schiffe. Oh, da kommen auch Schiffe. Wahrscheinlich sogar warten sollen. Die sind nämlich nicht dicht genug dran. Ne? Scheiße! Komm schon, aufrüsten! Oh, Glück gehabt. Ja, hier unten haben wir halt einen vergessen. Okay, nächste wäre dann 3 Minuten. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen. Was gibt's denn hier oben noch so Schönes? Hier ist ein 500er. Ein 600er ist ja ganz oben.
Und hier unten gibt's halt auch noch was. Bis zu dem möchte ich gerne noch. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir eventuell ein bisschen Energie ranbekommen. Den wir mal recyceln. Scheiße, können wir nicht wieder vergessen. Es wird nicht reichen. Fuck! My life. Müssen wir irgendwie schaffen, das Zeug ranzubekommen. Oh, wieder von den Richtungen, okay. Hier oben haben wir, können wir noch einen bauen eventuell. Die sind auch safe. Die werden sicherlich versuchen, hier oben ranzufahren. Scheiße, ey. Könnten einen großen Bogen bauen. Ich darf vielleicht erstmal oben alles abbauen. Zumindest hier den 500er und den da oben. Das ist schon sehr reich und vielfältig da oben. Vielleicht eher nach oben. Durch, das heißt, den kann ich auch direkt wieder recyceln. Das ist die letzte Welle, die ich überleben muss. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt ein paar Laser noch bauen. Am besten hier unten. Aber mindestens einen. Der ist gleich fertig. Oh, 40 Sekunden, scheiße. Kann ich die noch aufrüsten? Ja. Oh, der ist gleich leer. Energie habe ich echt mehr als genug. Ich muss sowieso jetzt eigentlich nur noch damit spielen, dass ich die Laser alle gut platziere. Hier haben wir drei Stück, die alle schon aufgewertet sind. Hier unten haben wir einen, der noch nicht aufgewertet ist. Hier oben sieht es halt nicht so gut aus. Das könnte halt echt ätzend werden hier oben. Ah! Turm zerstört. Fuck. Aber er kann jetzt einfach die hier wegbumsen. Ach du Scheiße. Nur ein fucking Laser, der da oben ist. Ich glaube, du schaffst das aber. Au! Fuck! Scheiße. Da kommen ja noch mehr.
Ich glaube, der ist weg. Oh, das sind große Raketenschiffe. Oh oh. We have a big problem. Raketenschiffe werde ich nicht so einfach los. Oh, scheiße. Da muss ich tatsächlich jetzt Raketenwerfer als nächstes dann noch bauen. Scheiße, ich glaube, das haben wir verloren. Aber die haben nicht die Reichweite, um da anzugreifen. Fuck. Scheiße, er hat keine Energie. Diesmal habe ich, glaube ich, nicht das Glück, oder? Oh, Glück gehabt. Drei Gegner noch. Zusammen, ne? Muss man nach oben bauen. Shit! Das sind doch drei. Scheiße! Oh, die Rakete explodiert eigentlich zuvor, ja. Kann man nicht dicht genug ran, ne? Ja, der vielleicht. Der kann vielleicht jetzt beschossen werden. Ja. Ja, knall ihn ab! Komm schon! Nochmal schießen! Fuck, jetzt sind wir außer Reichweite. Oh, die Raketenwerfer, und zwar ganz schnell nicht. Wieder ein bisschen Energie wegnehmen. Der ist beschädigt, der ist nicht beschädigt.
Gott sei Dank explodieren die, die können nicht richtig da durchschießen, das ist das Gute. Die Raketen haben zwar eine gewisse Reichweite, explodieren aber meistens vorher, weil der Laser sie abschießt. Was schon sehr, sehr gut ist. Jetzt können wir mal richtig ordentlich Energie holen. So, den Raketenwerfer können wir jetzt bauen. Können wir mal hier bauen. Im Schutze des Berges dürfen wir den nicht bauen. Shit, wir brauchen offene Fläche. Wir werden das Ding mal upgraden. War keine gute Idee, dass ich den da hingesetzt habe. 300 brauchen wir dafür. Vielleicht kriegt er sie vorher kaputt. Ich muss hier ein Relais setzen. Als Schild. Oh, die hat schon alles zerstört. Okay, den ersten Hammer. Bleibt nur noch einer übrig. Er schießt wieder auf das Relais. Wo hat er denn die Rakete hingeschossen? Okay, wenn da jetzt noch eine Welle kommt, sind wir zumindest gut darauf vorbereitet. Ich glaube, das war's mit dem. Vielleicht war das auch die schöne vierte Welle, oder? Ja! Och, okay, das war schwierig. Also sagen wir mal so, schwierig in dem Sinne, dass ich natürlich mich beeilen musste, dass ich wieder genug Energie bekomme. Nice. Aber das ist schon mal geschafft und wieder ein paar Punkte dazu bekommen. Forschungspunkte 5. Und dann würde ich sagen, mach mal in der nächsten Folge die nächste Bonusmission. Danke fürs Zusehen. Das macht echt eine Mordsgaudi, das so ein bisschen taktisch hinzulegen. Mal gucken. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.